Vielen Dank, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Ich beziehe mich noch mal darauf, was der Herr Witt also eindeutig auch gesagt hat in seiner Rede. Es gibt also einen Zeitungsartikel aus der Taz, aus der Zeit Online und aus der Frankfurter Allgemeine. Das sind ja nun mal nicht unbedingt rechte Zeitungen oder konservative Zeitungen. Konservativ schon, ja, aber nicht unbedingt rechts. Gut, ich möchte einfach mit Ihrer Erlaubnis zitieren, und zwar die CDU-Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexpertin Stefanie Vogelsang bedauert in diesem Interview: Wir müssen das Thema Verwandtenehe endlich offen, aber auch sensibel angehen, fordert sie daher. Wenn Cousin und Cousine heiraten, wissen sie oft nicht, worauf sie sich einlassen. Frau Vogelsang, so steht es hier, plädiert dafür für mehr Aufklärung über Verwandtenehen. Und jetzt wüssten türkische, aber auch libanesische oder irakische Familien mehr über die gesundheitlichen Risiken, meint die CDU-Politikerin, würden sie vielleicht weniger darauf beharren, dass ihre Kinder Verwandte heiraten. Ist das jetzt auch rechts und hat das jetzt auch irgendwas mit dem, ist das jetzt auch in der Nähe von Nationalsozialismus? Das ist Ihre Abgeordnete, die genau das gesagt hat. Und hier ging es bei dieser Anfrage, ging es nur darum zu verifizieren, wie die Faktenlage ist. Ihre Abgeordnete hat genau diese Fragen auch aufgeworfen. Ist sie jetzt auch in der Nähe des Nationalsozialismus? Herr Schumer, Sie haben jetzt das Wort zur Antwort.